Das ist der Einstieg. Das ist, würde ich sagen, der Einstieg, dieser Seufzer von Uli Dickmeier aus dem Trainingslager. Uli, wie geht's dir? Ah, guten Morgen. Ich höre mich doppelt, das irritiert. Naja, aber das ist doch völlig normal. Die Stimmen in meinem Kopf sind zu präsent. Ich finde das völlig normal nach einem Wochenende am Waldstock-Festival. Darüber müssen wir später reden. Fadi, hörst du dich auch doppelt? Ich höre mich nicht doppelt, aber ich höre euch beide sehr laut und doppelt. Aber das ist, Kadepp ist zurück mit den Tonproblemen. Das Back to the roots, das ja. Heute ein bisschen. Wir sitzen. Fehlt nur noch der Zänger. Stimmt. Was der wohl gerade macht, soll ich den noch reinholen in den Studio-Link-Call hier? Ja, ich spüre fast so ein Husten, so ein Corona-Husten, verspüre ich. Ja, bei der Tour steigen ja auch gerade alle aus, weil sie Corona haben. Also vielleicht kündigen wir da was an. Ja, das ist der neue Trend, dass wir jetzt wieder aus dem Homeoffice-Studio aufnehmen. Mhm. Ja, ich hatte eigentlich einen anderen Einstieg, aber dieser Laut vom Uli war schon viel besser dann eigentlich. Ist der schon drauf? Ja, der ist drauf. Oh. Wie wäre denn dein anderer Einstieg gewesen, Golotze? Mein anderer Einstieg wäre gewesen, dass ich euch beide frage, ob man sich hätte freuen können, wenn es bei einem Attentatsversuch Donald Trump erwischt hätte und wenn man sich freut, ob man das dann auch noch in den sozialen Medien kundtun sollte. Reden wir gerade über El Hotzo? Ja. Kein Kommentar. So klug bin ich sogar am Dienstagmorgen um 9, dass ich dazu wirklich gar nichts sage. Ich hab hier im Trainingslager mit genügend Fehlschüssen zu tun, da kann ich mich nicht noch mit Amerika beschäftigen. Was auch schon ein bisschen Erwertung ist, aber ja. Naja. Ja, super Einstieg, da war dem Uli Seufzer angebracht. Antizipierend gesäuft. Ja, das ist gut. Richtig. Ist auch ein schöner Podcast-Titel. Antizipierend gesäuft. Das ist mein Grundzustand. Wir können uns heute nicht sehen, muss man dazu sagen, bei dem Programm, mit dem wir hier arbeiten. Das ist schon tatsächlich komisch, irgendwie nach jetzt sehr vielen Monaten, Jahren, in denen wir wieder im Studio saßen und uns anschauen konnten beim blöder Herren. Ja, nächste Woche gehen wir wieder ins Studio, ne? Ich hoff's. Ja. Wie lange bist du da in dem Trainingslager, Uli? Bis Sonntag. Na dann kommst du doch. Montag um 9 erwarten wir dich im Podcast-Studio. Juhu. Und wir können nicht einmal ein Selfie machen heute, ne? Stimmt. Ja, da müsste man eine Fotokollage machen. Jeder schickt ein Selfie von sich beim Homeoffice-Podcasten und dann bauen wir eins zusammen. Ja, oder wir nehmen ein Panoramabild aus Walchsee oder vom Walchsee. Wie heißt das denn? Geht genau? Beides. Der Ort heißt Walchsee und der See heißt auch Walchsee. Ah, einfallsreich. Kreativ. Ja. Finde ich gut. Schön. Ich bin heute, habe ich mich selbst dazu ernannt, Struktur reinzubringen. Mhm. Und bevor wir es heute wieder schaffen, eine halbe Stunde nicht über Fußball zu reden, würde ich sagen, wir machen dann gleich Werbung und dann reden wir über den Club und das Trainingslager und dann über das Waldstock-Festival, dann na, davor vielleicht noch über das EM-Tippspiel und dann kommt der Block Sonstiges, bei dem dann entweder alle ausschalten können oder der Uli schon mal zum Training des 1. FC Nürnberg fährt. Wäre das okay? Ja, wir werden uns nicht dran halten, aber... Ja, wir können es ja nice zumindest try. Probieren. Ja. Okay, bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Uli, steigt der 1. FC Nürnberg auf? Irgendwann bestimmt mal wieder. Ja. Nach dieser Saison eher? Nö. Nee? Nö. Also die Eindrücke des Trainingslagers werden jetzt noch ein wenig verfrüht, weil ich bin ja erst seit Sonntag da. Mhm. Also der Club ist erst seit Sonntag da. Da würde ich jetzt mal noch keine Prognosen abgeben. Die Mannschaft, die hier ist, wird ja jetzt vermutlich auch nicht, oder in großen Teilen wahrscheinlich schon, aber nicht komplett die sein, die am ersten Spieltag aufläuft.
Yeah. Naja. Naja. Eine aber, wilde Mannschaft. Von Aufstiegs-Euphorie ist jetzt hier noch nicht so viel zu spüren. Ja. Erzähl mal, was für eine Mannschaft ist denn das, die da mit dir mitgefahren ist, um vor dir trainieren zu dürfen? Schon ein bisschen wild, oder? Also ich war wann war ich denn in Rot? Am Samstag. Du warst in Rot, ne? Ja, ja. Beim Testspiel gegen 1860 München, das tatsächlich sehr okay war. Und da spielten viele junge Menschen mit, die dann alle am nächsten Tag mit in den Mannschaftsbus steigen durften. Also hat mich erstaunt. Ja, es sind viele Junge dabei. Es sind noch drei Testspieler inzwischen dabei. Mhm. Es ist ein Tim Handwerker dabei, der offiziell aufgeführt wird in der Liste, der natürlich noch mehrere Wochen, Monate ausfallen wird. Ja. Wurdest so wahnsinnig du auch viele, ob ich mitspiele. Ja. Na, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber ja, es ist echt schlimm, ich höre mich dauernd selber. Denke ich immer, wenn ich mehr höre, was erzählst du für einen Quatsch? Also, das ist das Problem, genau, dass man direkt die Überprüfung hat ja. Und nochmal hört, was für ein Bullshit, ey. Ja, und wir müssen uns das zweimal anhören, ey. Ja, man denkt ja immer, während man redet jetzt total kluges Zeug und dann hört man es mit etwas Zeit, was es denkt, na, so klug war das jetzt gar nicht. Ja, das geht mir auch immer so, sonst, aber ich höre halt an den Podcast einen Tag oder zwei Tage später nochmal an und dann merke ich das auch, aber das ist halt, ja, das da ist die Zeit versetzt deutlich mehr als du bei dir jetzt. Das erste Mal, dass wir während des Podcasts den Podcast anhören, das ist auch schön. Ja. Ich bin jetzt mal leise und bin mal gespannt, was ich demnächst sagen werde. Ja. Gut, das ist eine gute Strategie. Nick Seidel ist dabei. Dustin Forkel, Tim Janisch. Simon Joachim ist, den ich beständig Joachim Simons nenne. Ja. Also, der darf nie in der ersten Mannschaft spielen, weil das hat er nicht hin. Hat er verdient. Auf die kann er nicht verzichten, hat Miroslav Klose gesagt. Was wahrscheinlich daran liegt, weil er halt sonst keine Spieler hat, weil niemand jemanden einkauft, oder? Na, man hat ja auch schnell noch einmal ein bisschen ausgesiebt vom Start ins Trainingslager. Mhm. Also Jan Chamara aus Verletzungsgründen dabei und dann drei Spieler nochmal zum Verkauf freigegeben. Mhm. Also, wen denn? Ivan Marquez ist ja schon offiziell weg, ist wieder zurück in die Niederlande zu seinem Ex-Verein. Per Laie. Gewechselt per Laie mit Kaufoption. Für 18 ein Jahr Millionen erstmal. Wahrscheinlich, oder? Ja, ich würde jetzt mal eher so drauf tippen, dass man hier nicht mehr sieht. Ali Loon ist bei der U23 geblieben. Der soll auch wieder vermutlich verliehen werden. Und Julian Kanya ist auch zu Hause geblieben. Da deutet sich jetzt auch ein Wechsel an. Da ist noch unsicher, ob es eine Leihe oder wirklich ein Verkauf wird. Ja. Was mich sehr treffen wird, über die beiden sollen wir ausführlich sprechen. Zumindest bei Julian Kanya kann ich es machen, weil da hat Miroslav Klose am Samstag in Rot dann doch sehr deutliche Worte gewählt und gesagt, dass es einfach nicht reicht, was Julian Kanya im Training und in den Testspielen anbietet an Intensität und dass er zwar Verständnis für ihn hat, weil er nicht in einem NLZ war und sowas, er kennt seinen Weg, hat er gesagt, aber das ist einfach zu wenig und das ist dann doch eher vernichtend. Ne? Hm. Weil Christian und es ist halt vor allem der zweite Trainer, der das zu diesem Schluss kommt. Ja. Ja, schade. Sehr, sehr Markus, schade. Markus hat gefragt, wie du, Fadi, jede Woche diese Kraft aufbringst oder jetzt vielleicht aufgebracht hast, Julian Kanner in die Startelf zu schreiben. Ja. Und Woche für Woche eines Besseren belehrt zu werden. Ja, Sisyphus. Aber gut, jetzt kann ich ja aufhören damit. Jetzt müssen das an anderen Standorten andere Menschen machen. Ja. Also es wird Richtung dritte Liga gehen, in irgendeiner Form. Laie oder Verkauf? Das ist offen. Das ist eben wirklich noch offen. Weil du hast ja damals schon ausführlich beschrieben, warum du das Konzept der Laie Quatsch hältst. In dem Wobei Fall. Uns da Jotti Schatzilexio gesagt hat, dass auch das irgendwie sich ändern soll. Also sie wollen mit den Spielern, die verliehen sind, wirklich auch in engem Kontakt bleiben und die sollen das Gefühl haben, weiterhin Teil des ersten FC Nürnberg zu sein. Und weil wir eben auch gesagt haben, also in den letzten 30 Jahren ist da nie mehr einer zurückgekommen, der verliehen wurde.
Und da hat er gesagt, das möchte man auch ändern. Und es geht wirklich darum, dass Spielpraxis den Spielern gegeben wird, wobei er natürlich auch schon Unterschiede gemacht hat. Also Ivan Marquez, denke ich mal, das ist halt jetzt einfach so ein taktischer Kniff, dass man erstmal ausleiht, beziehungsweise strategisch, aber der wird, glaube ich, nicht wiederkommen. Ich glaube auch nicht, dass ein Joe Hangbo wiederkommt. Wen haben wir noch verliehen? Ja. Joe Hangbo. Überlegt. Ja. Christoph da Ferner ist noch verliehen. Ja, also das sind halt diese Pseudo-Lines, sage ich mal, wo man eigentlich weiß, die werden hier keine Zukunft mehr haben. Bei Ali Loon ist es vielleicht ein bisschen anders. Da ist es wirklich so, dass er jetzt Innenverteidiger aushilfsweise gespielt, aber eigentlich ist er im Mittelfeld zu Hause und da sieht man eigentlich ein gewisses Überangebot im Kader auf der Position und deswegen hatte Klose da jetzt für ihn auch keine Perspektive und deswegen soll er wieder ausgeliehen werden. Aber das ist einer der Spieler, wo man vielleicht schon hofft, dass er dann anderweitig den nächsten, berühmten nächsten Schritt macht und dann wieder zurückkommt. Aber ich habe schon gesagt, warten wir mal ab. Das erste Wo? Erste Wo? Ja, Zeiges One. Herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen jetzt schon ein paar Minuten auf. Diesmal erst relativ spät. Erst nach dem Jingle, das ist wirklich. Aber das liegt nur daran, dass wir den Jingle so früh eingespielt haben. Ja, das stimmt. Was ist los mit uns? Jan Chamara, das hat mich dann auch ein wenig besorgt gemacht. Sagt man das so? Besorgt gemacht? Ist vermutlich falsch, aber. Also, der ist jetzt bei einem Spezialisten angeblich, macht da Reha-Maßnahmen. Was er so genau hat, irgendwie Rücken. Ne? Aber es scheint doch hartnäckiger zu sein und man hat ja auch jetzt schon reagiert auf den Ausfall, der jetzt anscheinend auch nicht, also jetzt nicht zu erwarten, dass der nächste Woche wieder voll ins Training einsteigt, würde ich jetzt mal interpretieren. Und deswegen hat man noch den nächsten Probespieler eingeladen, der vierte inzwischen. Ja, Fotis Kitsos war schon da, ein griechischer Linksverteidiger und dann Andrej Karafiat. Genau, ein tschechischer Innenverteidiger bis Sechser. Der wohl bleiben darf, wie es ausschaut. Mhm. Also da ist man sehr zuversichtlich, dass man sich einigt und die Eindrücke wären so, dass es auch ein Spieler ist, sagt Schatzi Lexio, der Verantwortung übernimmt, ein bisschen Führungsmentalität hat und der soll wohl einen Vertrag bekommen. Wohl wissend, dass man noch zwei weitere Innenverteidiger holen möchte. Also es ist nicht so, dass er dann die Fixgröße gleich ist, muss ich dann natürlich schon im Konkurrenzkampf stellen. Also, aber da schaut es gut aus. Also ich denke, dass da in den nächsten Tagen Vollzug vermeldet wird. Und wer ist der Dritte? Der Dritte ist Jan Jurčić, ein 23er Kroate aus, man höre und staune, Altach. Also aus Zagreb eigentlich, aber hat auch schon beim SR Altach gespielt, wo, Miros, das darf man sagen. Ja. Bei dem? Na, ja. Bei Ortsangaben darf man wo sagen. Also das behauptet Alter, der wo, Zinger auch, ja. Wo ja Miroslav Klose mal Trainer war und wo man ja schon den Linksverteidiger getestet und wieder heimgeschickt hat und jetzt testet man halt den Rechtsverteidiger. Und schickt wieder heim. Ist das die neue Scouting-Strategie? Ehemalige Spieler von Miroslav Klose aus Altach, die damals fast abgestiegen sind. Oder sind die abgestiegen und die holt man jetzt alle zum Club. Das wollte ich auch noch anmerken, ob das jetzt so die... Ja, vor allem hieß es doch immer, die Mannschaft in Altach war so schlecht und jetzt holt man die alle. Ja. Ja, man holt sie ja nicht, man schaut sie halt mal an. Also, das ist auch so ein... Das ist auch, will man noch einmal noch mal zu sehen, dass sie wirklich schlecht war. Nochmal als Bestätigung dafür, dass es nicht am Trainer lag damals. Schau, Miro, mit denen konntest du doch gar nichts machen. Miro Klose führt sie nochmal vor. Genau, auch um die jetzigen Spieler beim Club zu überzeugen, okay, der Klose kann vielleicht doch was und die waren halt echt scheiße. Gut, gefällt mir. Ist halt gute Strategie. Auf jeden Fall darf sich der jetzt bis Sonntag irgendwie hier vorspielen. Wurde betont, sehr flexibler Spieler, kann rechts hinten spielen, kann rechts vorne spielen, kann irgendwie überall im Mittelfeld spielen, also ein Tausendsasser. Mhm. Sportvorstand meinte, der könnte uns, also dem Club, gut tun. Na, ich habe jetzt zitiert praktisch. Ja, aber ich wollte jetzt noch einmal klarstellen, dass es ein Zitat war. Vielleicht tut er auch uns gut, wer weiß. Ja, vielleicht tut er auch uns gut. Ja, kann er podcasten, kannst du ihn mal fragen. Vielleicht ist er Verstärkung für uns. Das ist er kann zumindest Deutsch, weil er in Altach gespielt hat. Naja, schau. Mhm. Naja, da kann er Österreichisch, aber nicht Deutsch. Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen, ob man da Deutsch kann, wenn man in Altach... Naja.
Es ist ja einerseits ein bisschen der moderne Fußball, dass Spieler auf mehreren Positionen einsetzbar sind und verschiedene Rollen ausführen können. Aber ist es nicht dann trotzdem oft so gewesen in der Vergangenheit, dass die angeblich so polyvalent sind, dass sie dann irgendwo nirgendwo reinpassen und sich doch die durchsetzen, die Fachkräfte auf ihrer Position sind? An wen geht außer die Lukas Frage? Schleimer vielleicht. An wen geht die Frage? An Uli oder an mich? An euch beide. An euch beide. Oder schreibt uns. Ja, auch an euch da draußen. Uli? Ja, es ist ganz interessant. Also in der Diskussion wurde auch angemerkt, dass man zum Beispiel bei Jan Chamara gibt es wohl Denkmodelle, den in der neuen Saison anders einzusetzen. Also nicht mehr als Rechtsverteidiger, sondern weiter vorne vielleicht oder weiter reingerückt. Hat er auch teilweise schon gespielt. Das wäre insofern auch ein polyvalenter Spieler. Aber es stimmt schon, was der Sebastian sagt. Also bei den Spielern hat man immer das Gefühl, die überall spielen können und die natürlich auch sagen, ich spiele dort, wo der Trainer mich hinstellt. Dass die wandern dann halt auf. Der Bank. Ja, genau. Oder Erik Weckeser war auch so ein Beispiel. Der konnte ja angeblich links hinten und links vorne spielen und eigentlich konnte er beides nicht. Also ja, da hatten wir das Gefühl ist dann immer die Frage. Da hatten wir das Gefühl gehabt, der hat früher mal in Alltag gespielt, aber müssen wir... Grüße. Noch mal googeln. Ist der ausgeliehen oder verkauft? Wird das ja wieder der ist verkauft. Okay. Weil dem traue ich zu. Ich glaube, der ist mir im Infight überlegen, Erik. Ja. Und der hat auch Bock drauf, deshalb. Grüße. War nicht so gemeint. Uli, du hast am Montag quasi an deinem ersten richtigen Tag im Trainingslager, gab es, glaube ich, ein längeres Gespräch mit dem Sportvorstand. Was wurde denn, kannst du noch irgendwas transportieren aus dem Gespräch? Außer in der Tat wenig, weil es zu großen Stücken ein Hintergrundgespräch war. Ja, das hatte ich ja in den letzten Wochen auch nicht daran gehindert. Ja, musste aber an mir arbeiten. Nein, er hat halt einfach nochmal erklärt, auch die Strategie, die man fahren möchte, auch ein bisschen Hintergründe der Transfers und der Transferperiode erklärt, hat halt nochmal drum geworben, dass es einfach Zeit braucht und wenn man gute Leute haben will, dann dauert es eben ein bisschen. Und sie haben viele Sachen am Laufen, versuchen jetzt zu finalisieren, hoffen dann, dass sich der eine oder andere Spieler für den Club entscheidet. Und ein Stürmer ist auf jeden Fall, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Woche noch im Trainingslager aufschlagen. Ein neuer. Checkt Kaderliste Alltag 20. Nein, nein. Nein? Okay. Nein. Nicht aus Alltag. Wie findest du denn diese Strategie, Golotze? Dass wir praktisch noch, dass der erste FC nur noch 2 Wochen hat bis zum Saisonstart und einfach keine Mannschaft. Oder ist es schon eine Mannschaft? Also, wenn man sich andere Vereine anschaut, dann ist es da ja auch gerade relativ zäh. Also, es haben jetzt hier immer wieder Leute gesagt, dass es irgendwie tatsächlich vielleicht dauert, bis die EM vorbei ist und dann diese berühmte Kettenreaktion losgeht. Also, die größten Fische im Teich fangen dann an und dann geht's halt weiter runter und irgendwann kommt dann vielleicht auch mal der Club dran. Aber es ist trotzdem, also wir haben letzte Woche auch schon drüber geredet, ich bin nicht so 100% überzeugt mit dieser, also, wie gesagt, ein Testspieler, Probespieler, ja, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt ist gerade, finde ich, ein bisschen viel. Und ich weiß nicht, ich meine, man kann natürlich auch sagen, es ist wirklich ganz klar, also man sortiert Leute aus, denen man definitiv hier nichts mehr zutraut. Ich weiß nicht genau, warum man Ivan Marquez nichts mehr zugetraut hat beim 1. FC Nürnberg. Also da man gerade jetzt aktuell ja noch nur einen Innenverteidiger hat. Also ich fand, dass er jetzt nicht so schlecht war, dass man so darauf vertrauen kann, dass man jetzt wirklich da bessere findet. Man findet vielleicht günstigere, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist das auch noch ein Thema dabei gewesen bei der Personalie. Aber ja, also man hat viel am Laufen. Es klingt ein bisschen wie so ein Player früher, der am Schulhof sagt, er hat viel am Laufen und dann hat er aber eigentlich nicht so viel also am Laufen. Zu der Personalie Marquez muss man euch noch sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber es kann euch sein, dass das schon auch von ihm ein bisschen ausging. Also vergangene Saison erst als designierter Abwehrchef geholt worden, musste dann für einen 17-Jährigen weichen irgendwann. Das ist jetzt auch nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, man hat ihm jetzt auch nicht die Perspektive geben können, zu sagen, also nächste Saison bist du auf jeden Fall Stamm-Innenverteidiger Nummer 1 oder 2.
Und vielleicht ja, wird er sich halt drauf, nicht mehr drauf einlassen. Und ja. Er hat wohl selber auch eingeräumt, dass er mit seiner Saison nicht zufrieden ist. Es ist auch kein Geheimnis, dass er mit Christian Fjell nicht so, obwohl sie ja die spanischen Wurzeln teilen, nicht unbedingt auf einer Wellenlänge lag. Okay, aber der ist ja weg. Und ich der ist ja weg. Aber Christian Fjell hat ja immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass tatsächlich dann ein Linksfuß in der Innenverteidigung steht. Ich glaube, gerade ist ja ein bisschen das Thema, kriegt man so jemanden überhaupt, weil halt nun mal Linksfüßer oder Linksfüßler? Ich helfe dir da nicht raus. Ich höre euch, hör euch beiden zu und schau, wie ihr euch da vergaloppiert. Der, also womit links schießt. Der, womit genau. Links schießt, genau so heißt es offiziell. Dass das natürlich wahrscheinlich eher schwierig oder schwieriger zu kriegen ist, so jemanden, und der dann auch noch, also nicht nur linken Fuß hat, sondern vielleicht auch noch gut ist im besten Fall. Und nicht über die Maßen Geld kostet. Also man hätte ja theoretisch auch jetzt einfach mit zwei Rechtsfüßen da irgendwie mal beginnen können mit Marquez und Finjelsch und hätte dann vielleicht noch ein Backup mit einem guten linken Fuß. Also ich weiß es nicht, aber wer weiß, wer da noch kommt. Vielleicht werde ich dann ja eines Besseren belehrt. Also wie gesagt, der Karafiat wird ja, wie es ausschaut, verpflichtet. Dann sollen noch zwei weitere Innenverteidiger kommen. Ist das ein Linksfuß? Jetzt den, oh, das müsste ich. Fadi, du hast den Rot, du hast das gesehen. Ja, das ich will. Ja. Googelt. Karafiat. Ich glaube ja eher nicht, aber ich weiß es tatsächlich. Beidfüßig wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das würde ich auch behaupten. Ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. Ich bin beidfüßig, polyvalent und habe in der Jugend Stürmer gespielt, kann aber auch Verteidiger. Und wenn er ein Torwart braucht, bin ich auch ohne da. Ohne Clubbettwäsche geschlafen. Ja, genau. Ja, und dann hat man Nick Seidel jetzt noch dazu geholt, der jetzt von der U19 des Karlsruher SC zu U23 gekommen ist, wohl eine recht gute Vorbereitung da absolviert hat, was Miroslav Klose dann dazu animiert hat, ihn gleich mal mit ins Trainingslager zu nehmen. Der ist groß. Der war auch Kapitän in Karlsruhe, also scheint auch über ein gewisses Selbstbewusstsein zu verfügen. Und ist er Linksfuß? Also Karafiat ist Rechtsfuß. Mhm. Das ist meine neue Lieblingsfrage jetzt. Ja. Sofort. Dann ist Jeltsch raus. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, Nick Seidel in Rot hat er ja bloß aushelfen sollen, weil sie eben keine Innenverteidiger haben, aber Miroslav Klose hat dann seinen Auftritt in der zweiten Halbzeit so gut gefallen, dass er ihm noch auf dem Platz gesagt hat, auf dich kann ich nicht verzichten und du musst mit ins Trainingslager. Liegt es jetzt daran, dass Nick Seidel so super ist oder dass halt einfach keine Linksverteidiger da sind? Das ist halt die Frage. Aber Oder beides. Was glaubst du denn? Bleiben Janisch, Seidel, Forkel, Joachims oder Simons, wie du ihn nennst, bleiben die bei der ersten Mannschaft oder ist das jetzt wirklich nur, um aufzufüllen? Also ich glaube, das ist erstmal wirklich eher dazu gedacht, das um aufzufüllen. Ja. Ich meine, Dustin Forkel hat so ein paar Ausrufezeichen gesetzt, muss man halt sagen, gegen Hersbruck getroffen, okay, aber er war zumindest präsent. Hatte jetzt auch erst in der letzten Saison erstmals bei der U23 gespielt, hätte eigentlich noch A-Jugend spielen können, hatte hin und wieder großteils noch A-Jugend gespielt, U19. Käme jetzt vielleicht auch ein bisschen schnell, aber das ist schon einer, glaube ich, den man auf dem Schirm haben kann, aber ob es jetzt so schnell geht, in so einem ganz neuen Konstrukt, wage ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Okay. Janik Hofmann ist auch dabei, hatte einen super Move in Rot gegen die 60er. Übrigens hervorragend organisiert, dieses Testspiel von der TSG Rot und von Nico Gelev, unserem Bild-Zeitungskollegen, der da Abteilungsleiter Grüße. Fußball ist. Ja, Grüße. War wirklich sehr, sehr gut organisiert. Janik Hofmann, eine super Aktion in der zweiten Halbzeit auch, als er mal mit sehr viel Tempo an mehreren 60ern vorbei ist und dann bloß der letzte Pass nicht funktioniert hat. Ist er auch einer, der Rechtsverteidiger werden könnte oder warten wir da jetzt mal mindestens das Trainingslager noch ab, Uli? Naja, er hat ja letzte Saison auch schon gespielt und momentan, so, wie gesagt, Chamara ist jetzt noch nicht so ganz absehbar, wann der wieder einsteigt. Dann hat man noch Enrico Valentini hinten rechts. Eventuell dann Jan Juracek, wenn der bis Sonntag überzeugt und einen Vertrag bekommt. Aber Hofmann, denke ich, ist auf jeden Fall in der Saison eine Option. Also er muss jetzt eigentlich auch in der Saison diesen berühmten nächsten Schritt machen. Sonst wird er ausgeliehen. Oder nach Alltag verkaufen. Das ist
die Drohkulisse. Du noch sportliche Fragen, Golotze, oder? Nee, sportlich interessiert mich das Trainingslager ja sowieso nicht. Ich will eigentlich vermutlich wissen, wie es da ist. Und seid ihr in einem Hotel mit der Mannschaft? Oder? Nein. Nein. Okay. Aber wir haben das schönere Hotel, glaube ich. Ja. Ich habe Seeblick, also ich gehe auf den Balkon raus und schaue direkt auf den See und muss nur über die Straße rüberlaufen und könnte theoretisch meine Füße ins Wasser halten. Ja, na, während der Club halt darbt, hat's halt der Verlag noch. Ja, genau. Warst du schon schwimmen? Warst du schon im See drin? Wann denn? Bin ja hier rund um die Uhr eingespannt. Ach ja? Sind ja andere Menschen im See? Ja, sind andere, aber heute regnet's. Also heute Nacht war es ziemlich windig und jetzt ist es sehr bewölkt und regnet auch. Und es ist jetzt auch für den ganzen Tag immer wieder Regen gemeldet. Mhm. Gestern war es sehr heiß, da waren wirklich über 30 Grad. Okay. Und heute ist es dann, der normale Mensch würde sagen, nicht so schön. Ich finde es super. Dickmeier-Wetter. Wie ist das aber Essen? Aber sehr idyllisch. Essen ist überragend. Ja? Was gab's denn bisher? Das sind so Sachen, die kann ich mir nicht mal merken. Okay. Also irgendwie gestern Abend gab es irgendwie gefülltes Poulettenbrüstchen mit Pilzen und dann sind da Sachen dabei, wo ich gar nicht weiß, was es ist, aber ich esse es und es ist gut. Okay. Vielleicht müsste man das öfter bei dir machen, dass du nicht weißt, was es ist und du würdest es mal essen. Ja. Zum Beispiel also heute Abend kalten oder warmen Schinken. Lammrücken, glaube ich, vom Weidelamm mit irgendeinem Schüss aus, also Miro Klose wüsste das alles, könnte das alles viel besser erzählen, weil er ja ein großer Koch-Nerd ist, ja, sich da richtig gut auskennt. Lest das Interview auf nn.de ja, mit Miroslav Klose über seine Leidenschaft fürs Kochen. Und das Suizid, Suizidgarn, ja, das hat mich in Wahnsinn getrieben. Ja, willst du es erzählen den Menschen? Ja, wir hatten ja das Interview mit Miro Klose und dann ging es irgendwann, dank Olaf Rebbe, der sich ins Interview eingemischt hat und meinte, sie haben jetzt Penne à la Miro gegessen. Und dann sind wir da drauf gekommen, dass es wirklich in den Stuhlfahrtstuben offenbar schon ein Nudelgericht gibt, das nach Miro Klose benannt wurde, weil er es an seinem ersten Tag bestellt hat, also so eine Eigenkreation mit, ich glaube, Hähnchenbrust und Aglio Olio. Und es wurde dann gleich als Penne à la Miro auf die Karte genommen und dann sind wir irgendwie bei diesem Kochthema gelandet und da ist er dann richtig aus sich rausgegangen, also richtig gemerkt, wie sehr ihn das Thema begeistert und uns von seinem Ofen erzählt, wo man auf 100 Grad Dampf garen kann und der Dampf Wasser entziehen und Dampf entziehen, keine Ahnung, also ich mache ja nur Pizza im Tiefkühlofen, also deswegen waren das für mich böhmische Dörfer. Und dann hat er irgendwie erzählt, dass er da ganz verrückt ist. Er macht da ganz verrückte Sachen, wie seinen Fisch vakuumieren und irgendwie einlegen. Und dann hat er irgendwas, was ich dann nach identifiziert habe, nach mehrmaligen Abhören der Aufnahme, Suizidgaren macht er. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, dann habe ich die Version zum Club zum Autorisieren geschickt und habe gesagt, das kann nicht Suizidgarn sein. Irgendwie, weiß nicht. Dann habe ich was reingeschrieben von wegen im Sudgaren. Das erschien mir dann irgendwie sinnvoll. Das wurde auch so von der Pressestelle abgenommen. Das würde ich gerne im Sudgard. Und wie ich es dann nochmal für die Printausgabe überarbeitet habe, habe ich gedacht, also im Sudgarn gefällt mir auch nicht. Und dann habe ich wirklich ganz viel gegoogelt, was das denn heißen könnte. Und weil ich gerade, gut, dann vielleicht gibt es ja Suizidgarn. Also ich habe dann gesagt, die Fische, die halt aus dem Wasser springen und dann werden sie halt gegart. Also ich habe keine Ahnung von der Materie. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es sowas gibt wie Sous-Vide-Garen. Also französisch, was wohl irgendwie in sehr heißem Wasser einfach im heißen Wasserbad garen bedeutet. Und das war es dann, glaube ich, was er meinte. Also er hat sich noch nicht beschwert. Wieder was gelernt. Sehr gute Geschichte. Also, lest den Text, da sind noch mehr solche Highlights drin. Ja, auf. Ja, wer weiß, ob die richtigen, aber... Ja, genau. Weil wir gerade bei Fisch sind, irgendwer hat, glaube ich, geschrieben, ob bei Facebook vielleicht... Sorry, das müssen wir mal wirklich besser machen, dass man mal damals sich notiert, wer das fragt. Du bist für die Struktur verantwortlich hier, oder? Ja, das ist das so... Fischhütte gibt bei dir beim Hotel oder so, auf irgendeinem Bild, ja, hat das jemand gesehen, ja, ob man da, und ob sich das lohnt. Ja, da fragt er natürlich den Falschen. Ja. Also ich gehe nicht darüber und esse Fisch, wenn es hier alle Lammrücken gibt. Ne? Also. Wie viele Menschen sind denn mit dabei, mit dem Club? Circa 150. Okay. Es sollen noch ein paar nachkommen in den nächsten Tagen. Mhm. Gab sogar einen eigenen Schal, ganz nett, hat der Club gestern verteilt an alle mitgereisten Fans mit
Sommertrainingslager 2024 Weichsee. Mhm. Hast du auch einen? Ich habe auch einen gekriegt, ja. Mhm. Wobei Handtücher gestern vielleicht besser gewesen wären als Schals. Mhm. Aber den Gag kenne ich aus dem Live-Ticker. Ja, aus dem Live-Ticker, ja, muss ich schon hier recyceln. Aber nette Geste vom Verein. Ja. Also das muss man auch sagen, bemühen sich wirklich sehr, auch Sportvorstand gestern dann, glaube ich, gefühlt jedem Fan mal die Hand gegeben und persönlich begrüßt und man versucht hier schon wirklich sich sehr volksnah zu geben. Es gibt auch einen Grillabend am Mittwochabend, obligatorischen mit Mannschaft und Fans. Mhm. Bemühen sich schon, haben auch schöne Schattenplätze da oben am Sportplatz geschaffen, Schirme aufgestellt, wo sich die Leute runtersetzen können. Das passt schon. Mhm. Schön. Und die Journalisten, JournalistInnen, aber ihr seid wahrscheinlich eher zu zweit oder sind? Wir sind, ja, mit Daniel Marr als Fotograf, der Kollege Martin Funk von der Bild-Zeitung und meine Wenigkeit. Also überschaubar. Habt ihr Möglichkeiten, außer das Grillen mit dem 1. FC Nürnberg abends irgendwo nach dem Abendessen noch gepflegt? Das, was man halt so macht im Trainingslager? Ja, macht man ja gar nicht mehr so wirklich. Also am Sonntag haben wir das EM-Finale hier angeschaut im Hotel. Gestern haben wir dann gegessen und dann hat der abends dann meistens noch ein bisschen was zu tun zum Vorbereiten. Also diese wilden Trainingslagernächte von früher, die sind auch vorbei. Ich habe meine Miroklose-Biografie dabei, die ich ja endlich mal fertig lesen will. Mhm. Und eine neue Pressesprecherin ist noch da. Ja, die haben wir gestern auch kennengelernt, erstmals persönlich, die Pia Lisa Kienl. Wie ist sie? Vom FC Schalke 04, sehr nett. Sehr nett. Mhm. Sehr schönes Gespräch gestern gehabt. Also erzählt ja dann so ein bisschen, was vielleicht zuletzt nicht so gut gelaufen ist und was man gern anders hätte. Und hatte schon das Gefühl, dass man da auf sehr offene Ohren stößt und so auf einer Linie ist, was so Pressearbeit betrifft und wie man als Verein mit den Journalisten umgehen sollte. Also war sehr angenehmes Gespräch und sehr bemüht, läuft bislang sehr gute Organisation. Da kann man nichts Negatives sagen. Hat sie schon angefangen, die 231 Folgen Kadett nachzuhören? Ich habe sie noch nicht darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich wollte den guten ersten Eindruck nicht zerstören. Ja, kann man aber vielleicht mal während des Trainingslagers 231 Folgen. Kriegt man in der Woche unter, ne? Wenn man es sonst nichts mehr macht. Schwierig, glaube ich. Schwierig. Ja, wollen wir weitergehen? Wir haben noch so viele andere Themen. Ja, mach mal. Eine, die schon noch sich um den 1. FC Nürnberg auf jeden Fall dreht, aber jetzt nichts mit dem Trainingslager zu tun hat. Eine Blocktafel im Stadion wurde abmontiert. Habe ich den Namen schon wieder vergessen. Meisterspieler Andreas Munkert. Ah ja. Du hast dazu einen Kommentar geschrieben. Es gab unterschiedliche Meinungen dazu in der Fanschaft. Mhm. Also zumindest wurden die. Zumindest bei Facebook wurde leicht andiskutiert. Und dann haben halt unsere stabilen HörerInnen alle anderen niedergeschrien, so wie wir das halt machen. Wie sie es gelernt haben. Ja. Ja, also richtiger Schritt oder ist es schwierig, weil es da um eine Zeit geht, in der fast alle irgendwie, ja. Gut, einerseits hat sich der Verein ja diese Aufarbeitung dieser Zeit auch auf die Fahnen geschrieben und wenn man das natürlich mit der nötigen Ernsthaftigkeit dann auch einer nötigen Konsequenz macht, dann kommt man um diesen Schritt zumindest nicht umhin, glaube ich, weil es ja bei ihm wirklich so, ich habe das nur aus der Ferne verfolgt und nachgelesen, aber der Fall wirklich so war, dass er freiwillig der Waffen-SS beigetreten ist. Es gibt ja noch einige andere Meisterspieler, darunter auch nicht ganz unbekannte Namen, um nicht zu sagen Vereinslegenden, die auch in der NSDAP waren. Und da hat man ja gesagt, man macht da noch die Unterscheidung. Also nicht jeder, der in der NSDAP war, war jetzt automatisch ein Verbrecher oder ein Nazi. Ich glaube, das ist auch schwierig, sich heute über die Zeit zu erheben und zu sagen, er wäre da vielleicht vor allem gefeit gewesen. Aber in dem Fall finde ich schon richtig, weil das halt einfach nochmal eine andere Hausnummer ist. Und ich glaube, es wurde keiner gezwungen, zur Waffen-SS zu gehen, soweit meine Geschichtskenntnisse mich nicht trügen. Und dann ist es eigentlich nur konsequent, dass man das macht, finde ich. Es ist halt eine Frage, was wäre gewesen, wenn rausgekommen wäre, dass ein Heiner Stuhlfaut so eine Vergangenheit hat, wie geht man dann damit um? Hätte man das dann lieber so ein bisschen unter den Teppich gekehrt? Weiß ich nicht. Man hat ja erklärt, warum man es so macht, warum man da ein bisschen Unterscheidung macht. Und auch bei den anderen Spielern,
die nachweislich in der NSDAP oder in Subberufsorganisationen waren, wie Hans Kalb, dass man es erwähnt auf den Tafeln, dass man es in Kontext stellt, also auch nicht unerwähnt lässt, aber da jetzt nicht den Grund sieht, die Tafeln abzuhängen oder die Blöcke umzubenennen. Ja, ist, glaube ich, tatsächlich kompliziert. Man sieht auch, wie schwer sich der erste FC Nürnberg daran damit tut. Es gab ja auch keine Pressemitteilung zu diesem Abhängen der Tafel. Also ich finde trotzdem, das ist vielleicht nicht komplett konsequent und sowas, aber es ist ein okayer Schritt. Und wir haben Ihnen hier schon auch in diesem Podcast das ein oder andere Mal vorgeworfen, die richtige Haltung im notwendigen Moment zu vergessen. Und dann kann man sie da, finde ich, dann auch mal loben. Ja. Wobei ich gestern, auch, wie gesagt, das Thema noch ein bisschen gegoogelt habe, weil ich es am Wochenende ja auch nur aus der Ferne mitgekriegt habe und mich da noch ein bisschen interessiert habe. Und es scheint also gerade so in der internationalen Presse durchaus ein Thema gewesen zu sein. Mhm. Also ich habe dann über Google-Suche auch so Zeitungsartikel aus dem Ausland gesehen, wo dieses Bild auch, diese Tafel abgenommen wird, abgebildet war. Also das ist, glaube ich, schon ein Schritt, der auch wahrgenommen wird. Ja. Und Sie hatten es auf der Homepage auch mit dazu ein Interview mit Bernd Siegler, der das erklärt nochmal als Historiker, warum man das so machen musste und warum das auch alternativlos war in dem Fall. Also ich finde, dass der Umgang damit transparent und okay ist. Und ja, passt so. Ja. Jetzt, wo du es dir nochmal angehört hast, deine Rede, findest du ja auch noch in Ordnung? Oder? Ich hab jetzt nicht mehr hingehört. Das ist wirklich so schön. Ich habe nur gesagt, der riecht mich so auf, dieser Typ, der mir alles nach erzählt. Du könntest dir mal das Gegenteil von dem erzählen, von dem, den du da dort hörst. Ich gehe hier raus als gespaltene Persönlichkeit. Wenn das Echo irgendwann mal gähnen würde oder so. Oder es sagt, ob man das nicht auch auf 1,5 Geschwindigkeit mal erzählen könnte. Dass das Rechtsfüßler heißt und nicht Füßler. Ja, wenn er diese zweite Stimme korrigiert, dann ist der Punkt, wo ich, glaube ich, aussteigen muss aus dem Podcast. Alle Wo's fehlen. Das ist wirklich so eine Art künstliche Intelligenz, die das dann in Deutsch übersetzt, was ich hier sage. Ja. Schauen wir mal, welche Version dann rausgeht in die Welt. So, weitere Themen, Golotze. Wir müssen ja, wann musst du los, Uli? Ja, so in einer halben Stunde eigentlich. Ja, naja. Aber es regnet, ich glaube, das Aufwärmen kann man sich heute auch mal schenken. Ja, lässt du noch ein wenig Zeit. Aber man weiß nie, ob nicht neue Testspieler da sind, ne? Insofern. Das stimmt, ja. Eine Schwemme an Testspielern heute durch den Regen ins Trainingslager gekommen. Ja, wir müssen natürlich über das Tippspiel reden, das zu Ende gegangen ist am Sonntag mit dem Finale. Mhm. Ein paar Erwähnungen, die ich noch ganz amüsant fand. Es gab einen Menschen mit dem Namen Saxman, der hat sich vor dem Finale noch angemeldet beim Tippspiel. Ich weiß nicht, was da die Intention war. Also gewinnen eher nimmer, vielleicht noch schaffen, auf den letzten Platz zu kommen, um dann mit uns das Cordon Bleu zu gewinnen. Mhm. Clever. Ähnliche Taktik hatte, glaube ich, unser Sportchef Sebastian Böhm, der ist mit Tanking, der ist ein Experte des nordamerikanischen Sports, der hat mit Tanking probiert, nach ganz unten zu kommen und dann vielleicht besser dazustehen. Ist ihm Was aber nicht ist ganz Tanking? Gelungen. Tanking ist in der NBA zum Beispiel, wenn Vereine quasi bewusst schlecht spielen in der Saison, damit sie dann ganz unten landen, um dann bei der nächsten Draft die besten Spieler zu bekommen. Ja. Also das war anscheinend auch eine Taktik von manchen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Keith McTeese. Herzlichen Glückwunsch. Er stand, glaube ich, schon vor dem Finale als sicheres, uneinholbar Fest, trotz Bonus-Tipps, die sie ja dann auch aufgelöst wurden. Er ist mit 102 Punkten, wenn ich es jetzt hier richtig sehe, ja, 102 Punkte, ist er Sieger. Wir erwähnen zumindest noch Platz 2, Mr. Pink 1986 mit 97 Punkten und Klubberer 65 auf Platz 3 mit 93 Punkten und auch mit 93 noch der Grandmaster auf Platz 4. Das Kannst ist du die Spitze. Auf Platz 5, glaube ich, ein alter Schulkumpel, der sich jetzt geoutet hat von mir, der Jens, Grüße. Grüße. Der auch den Podcast hört. Der dann sich geoutet hat, dass er, glaube ich, auf Platz 5 oder 6 oder 4, ich weiß es gar nicht, eingelaufen ist.
Okay, also ich würde sagen, jetzt gehen wir alle 600 durch, oder? Ja, ich finde halt vor allem so die um 300 und schlechter sollten noch. Also ich möchte betonen, dass ich ja noch auf Platz 12 durchgereicht wurde durch das blöde spanische Tor. Aber nach meiner Rechnung bin ich Siebter. Ne? Nach mit dem nicht berechneten Spiel bin ich auf Platz 7 und damit bin ich sehr zufrieden. Ja, wo ist denn der Kolotze gelandet? Ich bin jetzt dann leider, am Ende habe ich auch noch ein wenig wild getippt, um vielleicht noch ein wenig an den anderen vorbeizuziehen. Auf Platz 24 bin ich dann noch abgerutscht. Aber ja, also ist okay für mich, für meine Verhältnisse voll okay, das Ergebnis beim Tippen. Aber dadurch, dass ich zwischenzeitlich mal so in den Top 3 war, natürlich etwas enttäuschend. Ja, am und, Ruhm geschnuppert. Ja, genau. Ja, genau. Keith McTeeth muss sich irgendwie melden bei uns und glaubhaft machen, dass er das ist. Dann werden wir mit ihm ausmachen, wann wir Cordon Bleu essen gehen, irgendwann nach dem Trainingslager. Und was den letzten Platz angeht, da darf ja auch noch jemand dann mitkommen. Das muss ich tatsächlich nochmal ein wenig rausrechnen, weil ich habe ja schon gesagt, es ist jetzt kein Mittel gewesen, dass man dann einfach irgendwann nicht mehr tippt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen. Also manche haben am Anfang nicht getippt, dann irgendwann, manche haben angefangen und dann aufgehört. Ich muss es dann nochmal ein bisschen rausrechnen, wer wirklich konsequent mitgetippt hat, aber dann der Schlechteste war oder die Schlechteste. Und das müsste dann aber bis nächste Woche feststehen. Schaffst du das? Kriegst du das hin? Das, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es schneller geht als bei der Saisonspende bei mir. Genau. Ja. Auch sehr schön. Cordon Bleu ist noch schnell, glaube ich, nach dem Finale ausgetreten, um vielleicht die Schmach nicht mehr nachsehen, dass man die nicht mehr nachschauen kann. Also ja, war sehr gut. Vielen Dank nochmal an alle, die da mitgemacht haben. Und vielen Dank auch an einen potenziellen Sponsor, der es vielleicht möglich macht, dass wir es nicht bei diesem einen Tippspiel belassen, sondern dass wir auch ein Zweitligatippspiel dann für die kommende Saison anbieten können. Wir müssen dann noch in Verhandlung gehen und mal gucken, wie viele dann da mitmachen können. Ich finde, dass wir da gleich Werbung machen sollten. Die Entenstuben überlegen zumindest, ob sie uns da unterstützen. Und wissen aber noch nicht, wie viel sie da für Saison zahlen müssen. Genau, exakt. Und die Frage ist auch, ob wir jetzt an Sponsorengeld dann komplett für so ein Tippspiel dann verjubeln sollten. Ich glaube, da müssen wir nochmal mit der Werbevermarktung nochmal sprechen. Aber ich bin optimistisch, dass wir in irgendeiner Form eins anbieten können. Ihr könnt uns auch gerne noch schreiben, wenn es bessere Möglichkeiten gibt, um Tippspiele anzubieten, die vielleicht sogar auch kostengünstiger sind. Es gibt ja vielleicht auch noch andere Anbieter außer kicktipp.de. Also schreibt uns gerne, wenn ihr da Ideen habt. Ja, so weiter. Nur weil ich heute die Struktur bin, darfst du dich schon einbringen, Fadi. Ja, ich höre dir halt zu und schau, welche Themen du noch so hast. Ja, wir müssen uns über das Waldstock-Festival reden. Unbedingt. Oh ja, ihr wart da beide, ne? Ich konnte nicht. Ja. Aber na, Freitag hättest du schon gekonnt. Ja, aber dann wäre der Samstag, so gut kenne ich mich inzwischen, kompliziert gewesen. Und da stand ja noch mein S-Bahn-Ausflug nach Rot. Dann deshalb, ich kenne mich. Deshalb war das schon ganz okay, dass ich da nicht am Waldstock war. Mhm. Wie war es denn für euch? Sehr schön. Wie war denn die Sängerin, die Uli angepriesen hat? Ja, also ich sag mal so, ich fand's schon durchaus belanglos. ich find's ja prinzipiell okay, wenn jetzt jemand nicht immer meint, er muss jetzt da musikalisch das Rad neu erfinden. Das finde ich schon voll okay, dass man das einfach so auf die Bühne geht und so 90er Indie-Rock oder sowas macht. Das finde ich prinzipiell okay. Ich fand das auch sehr sympathisch alles, aber ich fand's schon ein bisschen belanglos und hab mir dann gedacht, das ist schwierig. Wie fandst du es, Uli? Schön. Ja, du hast ja recht, musikalisch ist das sehr, sehr 90er-orientiert. Aber ich finde, das ist sehr, sehr charmant dargeboten wurde und auch ein paar kleine Hits versteckt sind. Also man höre mal Shark zum Beispiel, finde ich, ist wirklich ein sehr schöner Song. Wir reden von Brockhoff, haben wir das eigentlich schon erwähnt? Zumindest beim letzten Mal, aber heute. Beim letzten Mal ja, heute noch nicht, ja. Mhm. Und ich fand das wirklich einen sehr schönen Auftritt. Vor allem war es der einzige Auftritt an dem Abend, an dem es nicht geregnet hat. Das stimmt. Am Freitagabend. Die anderen Auftritte sind eher so ein bisschen abgesoffen.
Und das war für einen Freitagabend schön gechillt, fand ich das eigentlich ideal. Zum Regen kommen wir auch noch, aber ich hade mit mir, ob ich diesen Take jetzt mache, aber ich mache ihn jetzt doch, weil wir sind ja hier der Podcast, der auch über die Grenzen geht. Du hast den Auftritt ja charmant genannt und man hatte ja auch angemerkt, dass du die Sängerin auch, ja, wie soll ich sagen, ganz nett findest. Nett, ja. Ich habe mir dann gedacht, ich weiß, das ist jetzt ein sexistischer Take von mir, aber trotzdem stelle ich in den Raum, würde man die Musik auch von Brockhoff und die ganze Band so gut finden, wenn, sagen wir mal, nach objektiven Kriterien ich das Sängerin würde. Nicht, ja, genau. Sage ich ja. Ich könnte jetzt nämlich auch Beispiele nennen und das mache ich aber jetzt nicht namentlich, weil das dann eher so in den Bereich des Body-Shaming ginge, glaube ich. Von Interpretinnen, die jetzt vielleicht nicht den Idealmaßen entsprechen und deren Musik ich auch sehr gern höre. Also ja, ich würde es gar nicht. Natürlich ist bei Musik immer auch, brauchen wir jetzt nicht drum reden, der optische Eindruck und die Ausstrahlung, ob jetzt Männer oder Frauen, ist ja vollkommen egal, trägt natürlich auch dazu bei, wie man was wahrnimmt. Das ist ja schon immer so gewesen. Ich würde es gar nicht, also umgekehrt würde ich es dir gar nicht unterstellen und ausschließen, dass das nicht auch der Fall ist. Ich habe mir nur während des Auftritts, weil ich es ja auch so belanglos fand irgendwann, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und dachte mir dann so, okay, ist es immer noch deutlich einfacher für Menschen irgendwie in der Gesellschaft, die objektiven Schönheitsidealen entsprechen, halt irgendwie voranzukommen, egal ob jetzt in der Musik oder in anderen Bereichen und dachte mir, habe dann da sehr lange drüber nachgedacht. Aber du hattest dir am nächsten, sage ich dann doch mal, am nächsten Tag praktisch das Gegenbeispiel, sage ich jetzt mal mit Get Jealous. Die habe ich leider nicht gesehen, die hast du nicht gesehen. Sag ich mal auch, ich muss jetzt wieder aufpassen, wie mir das richtig funktioniert. Ja, das ist super. Ich bin begeistert, wie ich euch beiden dazuhören also kann, wie euch im Kopf sehr gut angekommen sind und definitiv nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Ja, ich sag ja gar nicht, dass es nicht umgekehrt, dass es ausgeschlossen ist. Ich denke mir nur, dass es, wenn es quasi... Und wenn die Musik passt, dann ist es eigentlich auch relativ egal. Ja, aber der Klotze will ja sagen, wenn die Musik scheiße ist, dann muss die Sängerin hübsch sein, um die Musik weniger scheiße wirken zu lassen. Aber wenn die Musik in meinem Empfinden scheiße wäre, dann wäre es mir auch wurscht, ob die Sängerin hübsch ist, dann wäre ich trotzdem nicht begeistert. Ja. Da kann ich mir auch eine Zeitschrift anschauen. Ich bin da nicht ganz so sicher, aber lass uns weitergehen von diesem Unfall von Gespräch. alte weiße Männer reden über 30-jährige Sängerinnen und versinken, lassen wir das. Versinken wieder ein Auto am Freitagabend im Schlamm. Genau. Du wolltest mich dann noch heimfahren eigentlich, irgendwann als dann wieder sehr geregnet hat, nachts um 2. Und dann haben wir aber dein Auto nicht rausbekommen. Nee. Aus dem Schlamm. Aber man muss dazu sagen, es war sehr, der Weg zum Auto war eigentlich noch viel lustiger. Oh ja, der war sehr wild. Sehr wild. Weil da war auch schon überall Matsch und wir liefen im Dunkeln Richtung Auto. Und Uli Dickmeier lief ein paar Meter vor mir und ich habe dann dauernd nur noch so ein gehört. Ja, ich hatte auch noch zwei Brockhoff-Schaltplatten in der Hand, die ich natürlich möglichst heil zum Auto bringen wollte. Und aber das war echt. Uli lief vor mir und versuchte nicht auszurutschen. Es war wirklich köstlich. Ich weiß nicht, ich lief relativ stabil. Ich habe irgendwie die letzten Grasreste gefunden da an dem Hang. Und dann war er beim Auto und dann hat es der Uli probiert. Und dann kam Kadepp-Hörer. Grüße. Ich kenne sie nicht namentlich, aber sie standen neben mir. Ich meine, standen einfach so, während der Uli da die Reifen durchdrehten. Das wird nichts. Das kann er gleich bleiben lassen. Und so. Und ich habe mich einfach beömmelt vor Lachen. Und hab mich gefreut auf die nächste Folge, wenn wir über diesen Abend sprechen. Ja, man hat sich ein wenig gefühlt, wie man da hingelaufen ist, so wie der Club beim 05 gegen Fortuna Düsseldorf. Irgendwie so letzte Saison. Also so, wie komme ich hier unbeschadet raus? Oh Mist. Vielen Dank, bevor ich das dann wieder vergesse, nochmal an Jonas auch für die Einladung, dass ich dann tatsächlich da auch Backstage abhängen durfte. Ich habe es einigermaßen so gehalten, dass ich das Festival nicht ins Minus gebracht habe, hoffentlich. Ich habe tatsächlich auch jenseits des Backstage-Bereiches Getränke und Essen gekauft und war trotzdem froh, dass ich am verregneten Freitagabend ab und zu mit Uli und anderen Veteranen dieses Festivals, die schon umgestiegen sind auf
Fencheltee oder sowas, dass ich mit ihnen dort Grüße an Andi. Das war sehr schön. Sehr schön war ja, und danke, danke noch an Olaf, meinen Großcousin, der uns dann noch, nach Hause gefahren hat, nachdem mein Auto versumpft war. Ja. Zu später Stunde. Ja, sehr gut. Großcousin Olaf. Das ist auch super. Von mir. Was ist denn ein Großcousin? Auf, das habe ich auch gefragt. Der Sohn meiner Cousine. Also ich habe den mal Großcousin genannt. Ich weiß nicht, ob er das ist, aber das erschien mir die plausibelste Erklärung. Ja. Okay. Schreibt uns, wenn ihr Ahnung habt von Familienstammbäumen. Ja, wenn wir schon noch bei Familienstammbäumen sind, muss man auch diese kleine Anekdote erzählen. Wir wurden begrüßt von Johannes, als wir beide ankamen am Freitag, der auch viel, viel mitgeholfen hat hinterm Tresen. Der hat uns begrüßt mit den Worten, ach schön, dass ihr zwei beieinander seid. Wisst ihr, was cool ist? Früher warst du mal mit meiner Cousine zusammen, mit einer meiner Cousinen, Uli, und heute bist du mit einer meiner Cousinen zusammen, Sebastian. Und mehr muss man doch über Pignitz nicht wissen. Golotze und ich sind praktisch verwandt. Man muss jetzt dazu sagen, es handelt sich um unterschiedliche Cousinen, es handelt sich sogar um unterschiedliche Jahrhunderte. Aber ihr seid jetzt dann zueinander Großcousins sozusagen. Ja, ich glaube schon. Ja, hiermit irgendwas in der Art. Sprechen wir uns mal mit Großcousins an. Sehr schön. Auch der Olaf ist, glaube ich, Großcousin von mir jetzt. Also genau, wir sind ab jetzt verwandt, nicht nur Podcast-Kollegen, wir sind verwandt. Gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen, aber ich könnte es euch auch. Also, da musst du halt auch irgendeine Cousine aus Pignitz suchen, dann kannst du mitreden. Ich muss mal meine Frau fragen, ob die da irgendwelche, naja, gut. Komm mal nächstes Jahr mal aus Waldstock, da geht es dann schnell. Ja. Schön. Ja, also wirklich ein sehr schönes Festival, hat mir wirklich wieder gut gefallen. Ich war ja auch schon öfter da, aber dieses Mal quasi noch so mehr embedded ein bisschen durch den Backstage-Bereich und meinen schönen Festivalpass, und es war wirklich rundum gelungen. Ich kann es echt nur empfehlen, und man kann da ja theoretisch auch einen Tagesausflug hinmachen von Nürnberg das nächste Mal oder aus der Region. Also kommt nächstes Mal mit. Und eine Anekdote muss ich jetzt aber noch erzählen von dem Festival. Komisch, dass wir da noch nicht gebucht worden sind und auftreten durften. Gibt's da keine so Nachmittagssession mit lyrischen? Doch, es gibt irgendwie so eine Pausenbühne. Da können wir uns das mal stimmt. Die, ja. da, das stimmt. Ja. Die wäre gerade gut geeignet für uns. Da ja, ist dann während, während des Soundchecks auf der großen Bühne spielt dann da jemand. Und da könnten wir ja auch vielleicht. Mein musikalisches Highlight war die Band Smile. Mhm. Am Samstagnachmittag so eine bisschen so Sonic Youth-mäßig Heroin-Rock aus New York gefühlt. Aber sie kamen eigentlich woher, Uli? Cologne, hat sie gesagt. Mhm. Ja, habe ich auch gehört, aber sie hat im Englisch gesprochen. Und ich wusste dann nicht, ist das jetzt irgendwie vielleicht Cologne in West Virginia oder sowas? Oder kommen die wirklich aus Köln, aber sie ist halt Engländerin oder so? Also ich. Und die kommen aus Köln, ja. Okay, das habe ich nicht richtig recherchieren können. Ich fand es musikalisch wirklich super, mir hat es sehr gut gefallen. Und dann sagt die Sängerin vor dem letzten Song, der letzte Song ist für Free Palestine, und dann war ich damit augenblicklich raus und das Publikum verlassen und bin zu irgendeinem Stand und war schwer genervt. Ist tatsächlich. Damit haben wir jetzt wieder ungefähr 700 Zuschriften, die uns fragen, was du gegen Free Palestine hast. Ja, schreibt uns. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt uns. Ich beantworte sie entweder nicht oder alle. Das entscheide ich dann. Wir können gern diskutieren, aber wer das einfach so kontextlos und einseitig irgendwie in die Welt stellt, das ist bei mir, da bin ich einfach raus. Ich habe tatsächlich davor mir gedacht, ich kaufe mir die Platte oder vielleicht ein Shirt oder so, und dann war ich einfach gecancelt. Oh, und ich habe mir die Platte gekauft. Ich habe das aber nicht gehört. Ja, war gerade mit irgendwelchen Cousinen backstage. wir treten auf der Pausenbühne auf und beurteilen immer dann das Aussehen der Bands, die gerade genau, sehr gute Idee. Oder die sich gerade vorbereiten, so dass sie es auch hören. Ja, genau. Und skandieren Free Hangbo. Ja, genau. Ja, und holen noch ein paar Cousinen mit auf die Bühne. Aber um das noch abzuschließen, du warst ja leider nicht bis zum Schluss da am Samstag, aber auch noch sehr großartige Bands, Tramhaus.
aus den Niederlanden, aus Rotterdam, glaube ich. Sehr großartige Liveband und auch die Verbrecher aus Berlin, eine All-Star-Punk-Band aus Berlin, die mich auch sehr geflasht haben. Welche Bands waren da beteiligt? Also welche All-Stars? Von Chuckamuck ist einer dabei. Mhm. Und die anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Maske, glaube ich. Also Szene-Band natürlich, aber da schon mit bekannten Namen. Die fand ich großartig. Mhm. Gut. Ja, also nächstes Jahr sehen wir uns am Waldstock-Festival. Das ist hiermit beschlossen. Mhm. Habe ich jetzt die Verbrecher gesagt oder die Verlierer? Verbrecher. Ja, die heißen die Verlierer. Das mache ich dauernd falsch. Ja. Aber ist ja wurscht. Ob Verbrecher oder Verlierer. Hauptsache, sie schauen gut aus. Ja, genau. Der Uli spricht auch gerne Spieler mit Vor- und Nachnamen umgekehrt an. Da kann man auch einmal die Bandnamen ein wenig vertauschen. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Stichpunkte im Bereich Sonstiges. Mhm. Habt ihr noch was? Nee, von mir aus können wir jetzt auch Schluss machen. Nee, wir müssen noch, hat uns Lukas aufgetragen, den Braumeister der Brauerei Strauß in Wettelsheim grüßen. Mhm, Grüße. Der hat das Brauerei-Voting haben die gewonnen. Ja. Das man auf nn.de verfolgen konnte in den letzten Wochen. Und er ist anscheinend auch treuer Hörer. Ja, hat uns Lukas geschrieben, der ihn gesucht hat. Wie er genau heißt, hat er jetzt aber nicht verraten, oder? Das heißt, wir können ihn nicht namentlich grüßen. Oder sehe ich das falsch? Nee, aber die Begründung, dass er Kadepp vor allem beim Abfüllen hört, weil da ist ja eh so laut, die finde ich eigentlich cool. Deshalb. Ja. Ich glaube auch viele hören das beim Abfüllen, diesen Podcast. Genau. Und wir haben Bier bekommen, wenn ich das richtig sehe. Auf deinem Schreibtisch steht eins zum Probieren. Ja. Das werden wir leider nie erfahren, weil jetzt die nächste Corona-Welle uns für immer im Homeoffice hält und wir jetzt immer wieder aus der Ferne podcasten müssen. Irgendwer hat noch gefragt, was eigentlich aus der Scheinschwangerschaft deines Hundes wurde, Uli? Der geht's wieder gut. Ja. Ist genesen. Mhm. Okay. Haben wir das geklärt? Fadi wollte noch im Laufe der Woche über das Thema Seitenschläfer, Rückenschläfer, Bauchschläfer reden. Mhm, stimmt. Du bist was? Ich bilde mir jetzt ein, ich dachte, ich bin Bauchschläfer. Jetzt habe ich mich näher damit beschäftigt, weil meine Augenärztin, bei der ich war, weil ich seit gefühlt 7 Monaten eine Augenentzündung, Bindehautentzündung habe, die hat mich gefragt, ob ich auf dem Bauch schlaf. Und das soll man da nicht. Aber inzwischen glaube ich, dass ich tatsächlich auch Seitenschläfer bin. Mhm. So wie du. Du hast mir gesagt, du bist Seitenschläfer, ne? Ich bin Seitenschläfer, ja. Uli? Ich bin Langschläfer. Falls ihr Augenärztinnen seid, schreibt mir, wie man so eine Augenentzündung wegkriegt. Das treibt mich in den Wahnsinn. Hoffentlich hört nicht deine Aktuelle zu. Nicht so viel Club schauen. Wahrscheinlich, ja. Das ist wirklich ein Jammer. Aber ja, ich glaube Seitenschläfer. Dass ihr den Tipp. Ja, ich bin auch Team Seitenschläfer, ja. Ja. Okay. Ja. Habt ihr wie so Spieler, die sich immer den einen Schuh zuerst anziehen? Habt ihr eine Seite, auf die ihr euch zuerst legt? Ich glaube auf die linke. Das ist bei mir jetzt wenig überraschend. Ich auch. Ja. Ich brauche bloß mein eigenes Kissen vor allem. Das habe ich am Trainingslager dabei. Mhm. Was ist das für ein Kissen? So ein Blackroll-Kissen irgendwie heißt das oder so von der Firma, aber das ist gut für meinen Nacken. Du rollst nachts dann immer deine Faszien aus im Nacken. Genau. Nee, das ist schon ein weiches Kissen, aber das brauche ich immer zum Hinlegen, kann ich nicht schlafen. Wir haben kein Gerch heute, ne? Nee, ich befürchte nicht. Aber den letzten müssen wir noch auflösen, ne? Ja, den lösen wir ja aber eigentlich erst auf, wenn wir einen neuen haben. Echt? Ja. Aber bis dahin wissen wir doch nicht mehr, wer der letzte war. Och, dann lösen wir ihn halt jetzt auf und beim nächsten Mal. Ja, vergessen wir eh. Ja, wer war's denn? Ich habe ihn erraten, oder? Ronny Nicol. Ah ja, stimmt, Ronny Nicol. Ja, war's gut. Der ein einziges Tor für den Club geschossen hat im Spiel gegen Waldhof Mannheim, nachdem dann der Abstieg in die Regionalliga feststand. Mhm, das ist auch bitter, echt. Ja. Bittere Geschichte. Du wolltest noch über Automatengeschäfte reden, Fadi, hast du mir die Woche gesagt. Ja, stimmt, aber jetzt können wir uns aufheben. Okay, ja. Dann
das merken wir uns gerne. Als ja, da machen wir ein Merkzeichen. Der Uli soll zum Training gehen jetzt. Habt ihr meine Kolumne gelesen schon? Ja. Ich noch nicht. Ich habe überlegt, ob ich den Podcast heute Core-Depp nenne. Ja, das hat mich ein wenig irritiert. Also als ich von der Autobahn runter fuhr und Richtung Walchsee am Sonntag, war da ein großes Transparent am Straßenrand. Sei Core-Depp. Ja. Und dann dachte ich, das ist aber nett, dass die den Club hier schon so begrüßen. Und dann ging es auch noch irgendwie weiter. Fahr nicht fett. Das, ja. Dann habe ich gedacht, vielleicht mit dem Club doch nichts zu tun. Und das ist eine Kampagne des Landes Tirol gegen Drogen und Alkohol am Steuer. Also fahr nicht fett. Gibt es noch irgendwelche anderen Slogans? Irgendwas mit voll banniert, Leben riskiert oder so? Gut, womit das Cordon Bleu wieder mit drin wäre. Ja, genau. Das gefällt mir. Wie, voll paniert? Oder es voll paniert, Leben riskiert oder es sei gescheit, fahr nicht breit oder so. Also, ich finde, das ist der Folgentitel. Ja. Welches? Voll paniert, Leben riskiert. Ja. Ja, okay. Nehmen wir. Alles klar. Müsste ich mir oder aufschreiben. Sei Kordepp, fahr nicht fett. Ja. Ja, aber voll paniert ist irgendwie, gefällt mir auch besser. Ja, voll paniert, Leben riskiert. Das ist doch gut. Da wird sich doch manche wieder denken, höre ich mir das heute an? Ach, gebe ich mir noch für morgen auf. Und dann geht's irgendwie mit der Gleichauflösung. Sie vergessen es dann halt. Und naja. Ja. Okay, gut. Uli, viel Spaß noch im Trainingslager. Wir danke, danke. Eine Bilanz dann am Ende, oder? Also wir hören ja, uns nächste Woche dann. Oder? Montag treffen wir uns wieder. Dann erzählt uns der Uli von 7 Testspielern, die er im Trainingslager getroffen hat. Von 5 davon wird er heimgeschickt. Ja. Wenn der Uli bis zum Ende des Trainingslagers noch selber mitspielen muss, das wäre so mein... Dann hätte ich Bedenken. Dann hätte ich ernsthafte Bedenken. Ja. Ich glaube, dass der Uli nach Alltag verkauft wird während des Trainingslagers. Auf Leihbasis. Ja, genau. Ohne Kaufoption. Der kommt nie wieder. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Servus. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.